Wir nehmen einen anderen Charakter, meine Damen und Herren. So easy du warst. Eine Million Kugeln fliegen da rum. Also es gibt ja ein sogenanntes Nichts, was man benutzen kann. Und das habe ich irgendwie gerade nicht bekommen. Guck mal, hiermit können wir Kisten aufmachen. Und es senkt die Preise im Laden. Und erhöht die Anzahl der aktiven Gegenstände und Munition. Aber kann ich echt nicht? Achso, ich kann runterscrollen. Aber bringt das was, runterscrollen? Hier, Tastaturbelegung ändern. Ach, hier geht das. So, nachladen auf Button 4. Oder, lassen wir mal. Auf R. Aber dieses Nichts benutzen, Gegenstand benutzen. Ach, auf Q. Ich mache das auf Button 4. Dieses Nichts, das wollte ich die ganze Zeit machen. Waffe ablegen? Inventar. Mach ich mal auf 5. So, jetzt haben wir das. Übernehmen. So. Weil jetzt kann ich direkt das Buch aufmachen. Und muss nicht immer ins Menü, sondern einfach zack. Und jetzt kann ich auch das Nichts benutzen, weil das Nichts hat gefehlt beim Boss. Deswegen bin ich gestorben. Weil ich das Nichts nicht benutzen konnte. So, was ist das für ein Raum? Ach, das ist für dieses Echtgeld-Ding. Also, was heißt Echtgeld? Diese Watchlike-Elemente. Ich habe 3 Briefkasten. Blitzstrahl. Heißes Blei. Also, ich habe nicht einen einzigen dazu verdient. In der Runde. Wahrscheinlich, weil wir den Boss nicht gemacht haben. Guck mal, das Ferkel da hinten. Ich bin mir nicht sicher, was meine Aufgabe hier ist. Aber jetzt habe ich... Jetzt machen wir das. Ich wusste das nicht mehr, dass ich mit Q das benutzen kann. Ich dachte, es wäre mit Space. Aber mit Space habe ich die Munition gerufen. Okay, Nacht euch. Bin weg. Ja, Salva hat noch nie meinen Stream geguckt, ne? Er sagt immer... Aber in Wirklichkeit... Auch vor allem das ganze Geld, was wir hätten kriegen können, ne? Alles weg jetzt. Und hier finden wir auch einfach nichts, ne? So. Hallo. Gibt es jetzt auch Geld, wenn ich umwerfe? Müssen wir mal drauf achten, aber ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich gibt's das nur wirklich mit diesem Item. Moin. Ja, so, ja, ganz schön viele Explosionssachen sind hier. Okay. Uiuiuiui. Gut. Da kommt das ganze Geld angeflogen. Mehr Konzentration. Ja, ich wusste ja, wie gesagt, nicht. Ich meine, bis zum Boss wurde ich nicht einmal getroffen. Quackt rum wie so ein Hühnchen. Ah. Wer bist du denn? Uiuiui. Okay, umwerfen. Umwerfen. Ich glaube, das Umwerfen, das war wirklich nur wegen der Dingsen. Hallo. Benutze die Karte. Oh, dicke Knarre. Die Standardwumme.
Oh, ich hätte... Oh, Mann. Es war so gut. Das Item war so gut. Damit hätten wir uns so reich machen können. Oh, shit. Da. Der Patzer. Und jetzt, wie gesagt, wir brauchen keinen Schlüssel, weil wir haben jetzt einen Dietrich. Extremer Rückschlag. Okay. Pum. Okay, extremer Rückschlag habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich brauche gar nicht umschubsen, ne? Da kommt ja eh kein Geld rum. So, aufmachen. Zack. Aufgeschlossen. Nicht aufgeschlossen? Ich habe benutzt. Hä? Also man kann die Kisten auch kaputt schießen. Aber dann... Anfängermine. Oh, hä? Also das Ding hat jetzt einen Cooldown, oder was? Diese Mine explodiert, sobald sich ein Gegner nähert. Okay, aber... Warte mal. Wie ändere ich denn... meine Fähigkeiten da unten? Nächste Waffe, Folge... Nächster Gegenstand. Mit Shift. Ah. Ups. Man darf ja nicht zu oft Shift benutzen, ne? Mag Windows ja nicht. Okay, probieren wir die gleich mal aus. Oder beim Boss direkt ausprobieren. Aber mit dem Dietrich habe ich jetzt nicht verstanden. Weil hätte ich nicht die Kiste auch so einfach kaputt schießen können? Hallo! Ha. So, Mine. Aber beides kann ich nur einmal benutzen, oder was? Mal hier so einen Stress hier. Oh, da kam aber. Da kam aber angeflogen, wa? Da kam er angeflogen. Guck mal, das da oben sieht aus wie ein Gesicht. Ja, hat auf jeden Fall Cooldown. Guck mal, hier unten, das lädt sich gerade auf. Guck mal, hier ist auch Käse drauf oder so. Guck, das ist zur Hälfte. Aber unser Dietrich... Oder kann man den nur einmal pro Ebene machen? Aber hier steht auch nicht, wie lange man... Hallo! Hey, ich muss mal eben hier das Ding benutzen. Es gibt ja auch Fallen. Also ich guck mal, hier hätte es richtig viel Geld gegeben, wenn wir das Item hätten mit dem Umwerfen. Ah, guck mal. Wir haben das doch immer. Er hat keinen Cooldown. Nicht wie hier. Wir können das halt immer benutzen. Zack. Und jetzt ist das auf. Und das andere hat einfach nur nicht funktioniert, weil manchmal funktioniert das ja nicht. So, jetzt haben wir eine AK. Eine AK-47.
Jetzt ist es ein richtiges Shooter-Spiel. Aber man kann ja auch einmal, guck mal, über die Tische. Aber ich bin zu fett. Zu fett. Alter, die AK ist ja mal mega gut. Einmal bap, 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 bap. Alles weggeschrubbelt. So, wo sind wir hier? Da oben haben wir noch zwei Räume. Und wir haben noch den Händler. Und einer von den beiden ist sowieso der Boss, ne? So, gehen wir mal dahin. Hallo! Einmal alles abschießen! Nice! Sieht doch mal aus, als ob da was wäre, ne? Auch hier mit dem Kuchen, was ist das denn hier? Weg mit dem Kuchen. So, jetzt haben wir 63. Also mit 63 können wir uns schon ordentlich was kaufen. Aber da war nichts Dolles, ne? War ja nur Waffen, glaube ich, ne? Die war, glaube ich, nur eine Waffe, oder? Ja, die Standardwumme halt, ne? Also, soll ich die Standardwumme kaufen oder nicht? Hm? Weil wir haben ja schon hier einen Patzer und eine AK. Aber wenn leer, dann leer, ne? Okay, man darf hier nicht rumballern. Stimmt ja, da war ja was. Dann schießt er auf einen. Ja, kauf sie, notgedrungen halt. Alles klärchen. Alle sind gleich. Da. Bam-bam. Ja, dann ab zum Boss. Nachladen. Alles aufgeladen. Gut. Ja, dann schießen wir mal. Oh, es ist wieder der König. Ah, oh, hell. Er schießt zurück. Er schießt zurück. Ich leg. Warte mal! Ich leg eine Mine. Boah, was ist denn hier los? Mine! Okay, meine Mine. Gut, Mine ist explodiert. Oh shit, ich wurde getroffen. Hilfe, Hilfe, Mayday, Mayday. Mayday! Hase am Boden! Brandbomben. Stirb doch. Stirb einfach. Du Penner. Oh shit. Ich habe einfach seinen Kollegen einfach abgeschossen. Oh Gott sei Dank. So, und jetzt verdienen wir auch hier Geld. Herz aus Eis. Oh, wir haben jetzt hier oben ein Herz mehr. Feuert bei Schaden Eisprojektile ab. Dieses eisige Herz stammt von einem mächtigen Frostriesen. Ein beliebtes Ziel für talentierte Monsterjäger. Also, wenn wir getroffen werden, dann machst du. Jetzt mach ihn. Habe ich. Mit der Waffe, die du gesagt hast, soll ich mir holen. Ebene 2.
Und weiter wie hier war ich noch nie. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Wer bist denn du? Nur ein fahrender Bastler. Ich sitze seit einiger Zeit hier fest. Ich dachte, ich repariere mal diese Aufzüge, um ein bisschen Zeit totzuschlagen. Reparieren? Scheint auch zu gehen. Die Aufzüge fahren gegenwärtig immer nur ein einziges Stockwerk tiefer. Aber mit der richtigen Ausrichtung kann ich sie vielleicht so einstellen, dass sie mehrere Stockwerke auf einmal fahren. Hier geht's zur Abkürzung, Halunke. Abkürzungen sind was für Doofe. Allerdings, aber ohne sie komme ich nie bis ganz runter und außerdem vertreibt es mir die Zeit. Ich gehe jetzt erstmal zurück in die Bresche, sprich mich dort bei Gelegenheit an. Oh, wir haben jetzt quasi einen Teleporter freigeschaltet, also. Er bringt uns dann immer direkt hierher, dann müssen wir nicht jedes Mal das erste Level machen zum Beispiel. Okay, Wurmel raus. Let's go! Boom. Haha, einfach ins Nirvana geschossen. Weg mit dir. Sehr gut. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Weil ich gut bin. Wer ist der Beste? Ich. Alter, das feuert aber auch. Ein Schlüssel und Munition. Oh, unsere Waffen wurden aufgefüllt. Cool. Und ein Schlüssel haben wir. Falls unser Dietrich mal nicht funktioniert. Oh, shit. Oh, da bin ich aber auch gut ausgewichen nochmal. Alter, die Waffe ist aber auch stark, ne? Dieser Patzer hier. So, ich versuche erstmal den Dietrich. Verkackt. Jetzt schaffe ich aber es auch nicht mehr mit dem normalen Schlüssel. Jetzt muss ich das aufschießen. Und ich in der Hoffnung, dass das da drinnen nicht. Vielleicht sollte ich doch immer die Schlüssel zuerst benutzen. Oh, was war denn? Ja, jetzt Müll hier drinnen, ne? Ja, scheiße. Weil das kaputt gegangen ist. Wer ist denn das? Ein seltsamer, empfindungsfähiger Müll. Wie es scheint, würde er dich gern auf deiner Reise begleiten. Ja, erst den Schlüssel. Jetzt habe ich hier einen treuen Begleiter. Ich glaube, Ben steckt da drin. Hohoho. Pam. Patsch. Zack. Was hat der Mülleimer gemacht? Hallo. Oh, shit. Alter, guck mal hier, meine Eisdinger. Guck mal, aua, der Müll greift an. Hui, oh, daneben geschossen. Geh weg. Guck mal, der Müll greift an. Der Müll hat ihn besiegt. Puh. Na, was ist das für ein Raum? Warum so viel? Los, Müll. Greif ihn an. Sehr gut. Weiter geht's. Hallo.
Kavina! Guck mal. Honor Pro bringt das nicht mal was. Mal gucken, ob er ihn schafft. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Gag. Ich glaube auch, dass das Ben ist. Guck, dann wäre er doch schon längst tot. Also mal im Ernst. Ja, ganz schön groß, ne? Ah, hier ist schon der Boss, okay. Oh, shit! Alter, was ist hier los? Hilfe! Hilfe! Okay, da ist wieder Munition auffüllen. Scheiße, ich habe 2 Leben verloren. Na, guck mal, hier ist einer. Mache ich ganz normal auf, ne? Weil wir haben ja Schlüssel. Du glaubst, du kannst gut schießen? Zerbrich die Ziele und gewinne einen Preis. Für 30. Okay. Jede Minute wird ein Narr geboren. Achso, ich darf da gar nicht rein. Aber, wow, alle erwischt. Weil mein Herz abprallt und überall. Ich habe sie alle erwischt. Also wenn ich jetzt nicht den Jackpot des Todes krieg, ne? Gescheatet ist bis zum Geld nicht mehr. Luchsauge, hier dein Preis. Alter, dickste Kiste überhaupt. Super Fleischknarre. Hab ich einmal gescheatet, du. Aus Fleisch hergestellt. Jeder, der diese Waffe in der Hand hält, kann sich etwas schneller bewegen. Okay. Aber guck mal, mit einem halben Herz konnte ich so geil absnacken, ne? Oh, hier kriegen wir jetzt auch noch eine dicke Kiste. Rube Acne MK2. Und die prallt auch ab. Unbegrenzt Munition. Also, nachdem die Prinzipien der Sprungphysik weitgehend bestätigt waren, wurde das Design insgesamt verbessert. Die Rube Adyne MK2 ist kleiner, leichter und in einem attraktiven Lila gehalten. Behält aber alle Vorteile des ursprünglichen Prototyps bei. Also jetzt haben wir hier die dicksten Waffen. Okay, weiter geht's. Hallo! Puh! Alter, die Dinger, die fliegen ja dann nur so rum. Okay. Achso. Lass mich dran vorbei. Oh nein, der Müll. Oh, was ist das? Erstklassiges Zündhündchen für 110. Das ist aber viel, ne? Was ist das? Explosiver Köder. Noch eine Knarre. Pasche. Wo ist denn unser ganzes Geld hin, sag mal? Ach, 30 habe ich ja ausgegeben für das Gewinnspiel, ne? So, hier haben wir noch einen Raum. Dann sind wir auch schon beim nächsten Boss, ne? Huh! Huio! Huio! Da kommt einer! Huh! Von hinten! Oh, von da oben! Huh!
Sehr gut. Noch ein Schlüssel. Was ist das hier? Guck mal hier. Guck mal da. Was ist das? Der Mampfer hat 2 leere Plätze. Aktuell Waffe an dem Mampfer. Langsam weggehen. Okay, wir können hier Waffen weggeben. Welche Waffe wollen wir denn weggeben? Und was haben wir davon? Also ich meine, wir haben hier ein paar Waffen. Ich muss sagen, die ist gut. Die Standardwumme ist halt schnell und hat viel Schuss. Die AK ist auch gut. Und die Patzer, die finde ich auch gut. Die könnte ich wegpacken. Soll ich die reinpacken? Ich packe die mal rein. Aktuelle Waffe, rein da. Der Mampfer sieht aus, als könnte er noch eine Waffe vertragen. Dann mach ich die AK da rein. Deine Waffen sind verdaut. Viel Spaß mit der neuen Waffe. Der Donnerschlag. Okay. Eine der ersten Energiewaffen, die im Gungeon erschaffen wurden. Nachdem der Blitz ins Waffenregal eines Waffenschmieds eingeschlagen war, beschloss er, es zu einer Waffe zu machen. Das Ergebnis ist für eine Energiewaffe ziemlich primitiv, aber effektiv. Oh, guck mal, beim Nachladen. Was ist hier los? Der Altar ist leer. Nichts tun. Wie, der Altar ist leer? Da muss irgendwas rein. Vielleicht von hier? Oder kann ich die Mülltüte darauf legen? Der Mampfer ist satt und ist eingeschlafen. Was passiert, wenn ich sie jetzt abschieße? Okay, gehen wir mal hier rein. Ja, er will auch. Einen anderen Schlüssel. Da kommen wir nicht rein, da brauchen wir einen goldenen Schlüssel für. Kein Standardschlüssel, mein Dietrich bringt da auch nichts. Aber wir hatten keinen. Ist das ein Pech? Und müsste dann hier das Ding da rein? Oder ist das hier jetzt auch Pech, dass wir hier nichts haben? Na gut, alles Pech. Nee, habe ich noch nicht. Aber es ist diesmal XXL, ne? Diesmal wird er ja wohl passen, oder? So. Schade, dass wir keinen goldenen Schlüssel haben. Schade, dass wir nicht irgendwie was anderes dafür haben. Alles schade. Und hier ist der. Ich guck noch mal im Laden. Weil jetzt kommt ja der nächste Boss. Soll ich mir eine Rüstung holen? Für 26? Ich hol mir mal eine Rüstung, oder? Dann können wir einmal mehr getroffen werden. Ab zum Boss! Ich sehe nichts! Was ist das Tor? Das Tor selbst greift uns an. Mit Schlapperzunge. Türen first. Oh shit, ich wurde schon getroffen. Alter, was ist das denn bitte? Hier. Hujo! Hujo! Los, Mülltüte, greif an! Scheiße.
Ich habe jetzt mal ein Nichts benutzt. Oh shit! Oh shit! Scheiße, ich habe nur noch ein halbes Leben. Den schaffe ich doch nie! Das Spiel ist einfach unglaublich schwer.